Hallo, ich bin Dirk und ich möchte euch zum Business Management MOOC einladen. Worum wird es in dem MOOC gehen? Es geht ganz plakativ erstmal um den intelligenten Umgang mit Wissen. Mit Wissen, Erfahrung, Informationen, aber auch mit Können und Innovation. Es geht also um praxisorientiertes Wissensmanagement im Unternehmen, in Organisationen, in Verwaltung, aber auch um ganz persönliches Wissensmanagement für jeden Einzelnen. Wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, ist sicher ein Spruch, den jeder von euch kennt und der plakativ dafür steht, dass es wohl in jeder Organisation oder auch bei jedem persönlich noch Potenziale gibt, intelligenter mehr und mit seinem Wissen und Erfahrungen umzugehen. Das heißt, es geht darum, verbotene Wissensschätze zu heben. Die perfekte Lösung für Wissensmanagement wird es mit Sicherheit nicht geben, weder für euch individuell, noch wird es eine Standardlösung geben, die ihr für jedes Unternehmen verwenden könnt. Was der MOOC erreichen kann, ist, er kann euch helfen, er kann euch unterstützen, für euch eine gute Weise des Umgangs mit Wissen und Informationen bereitzustellen, euch die selber zu erarbeiten. Oder es kann euch helfen, für euch eine möglichst individuelle, optimale Strategie für euer Unternehmen zu entwickeln oder halt für eure Verwaltung oder Organisation. Um was wird es ganz konkret gehen? Es geht natürlich, wie gesagt, um einen intelligenten Umgang mit Wissen, aber vor allen Dingen dazu, dass ihr in dem Kurs, also in dem MOOC, permanent erfahrt, dieses Thema wirklich ganzheitlich zu begreifen, aus ganzheitlicher Sicht zu sehen. Es wird am Anfang natürlich einen theoretischen Überblick, einen Gesamtüberblick da zum Wissensmanagement geben, aber dann geht es ganz schnell in die Praxis. Zum Beispiel, wie bewahre ich diese Erfahrung als scheidender Mitarbeiter oder von, egal ob sie in den Ruhestand gehen, ob sie das Unternehmen verlassen oder bloß eine Abteilung wechseln. Es geht um solche Dinge, wie verbessere ich die kooperative Zusammenarbeit intern in Teams, in Zwischenabteilungen, zwischen Standorten oder zwischen neu hinzugekommenen Unternehmen. Wie kann ich aus Projekten, aus Erfahrungen, aus Fehlern lernen? Woher weiß ich so einfache Dinge, wer im Unternehmen was weiß? Wer ist der Experte zu welchem Thema? Wen kann ich mit welcher Kompetenz in welches Projekt einbinden? Also wen muss ich anrufen? Wer weiß was? Es geht um Themen, wie kann ich neue Methoden, neue Ansätze auch durch die vorhandenen neuen Medien und sozialen Netze in die Mitarbeiterweiterbildung, in die Qualifizierung, in das Learning by Doing implementieren. Also das ganze Thema Mitarbeiterweiterbildung wird behandelt werden. Es geht natürlich auch um die Themen, welche IT-Tools kann ich sinnvoll für welche Zwecke einsetzen, um Dokumente zu verwalten, Wissen zu finden, anzuwenden, um Mitarbeiter miteinander kommunizieren zu lassen oder gemeinsam in Gruppen und Teams zu arbeiten. Was sich wie so ein roter Faden komplett durch den MOOC ziehen wird, ist das Thema, wie motiviere ich die Mitarbeiter, wie verbessere ich die Unternehmenskultur, weil das einer der Kernpunkte ist, um Wissensmanagement erfolgreich zu machen. Das geht bloß mit motivierten Leuten. Und wie mache ich das? Das wird der rote Faden sein, der sich durch den ganzen MOOC ziehen wird. Und ein wichtiger Aspekt wird natürlich noch sein, dass aus Good Practice Beispielen gelernt werden kann. Das ermöglicht viele Good Practice Beispiele aus unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Unternehmensgrößen und unterschiedliche Unternehmenskulturen somit vorgestellt werden. So dass man sagen kann, hey, diese Aspekte, diese Teilkomponenten kann ich mir auch gut bei uns vorstellen, das könnte auch uns nützen, das baue ich in unsere Lösung mit ein. Und nicht zuletzt werdet ihr natürlich etliche Methoden kennenlernen, die für viele von euch sicher neu, innovativ sind. Egal ob das Lego Serious Play, Design Thinking, Working Out Loud, Word Cafés, Open Spaces und ähnliches sind. So, das ist sicher auch spannend. Aber es wird auch solche einfachen Fragen beantworten. Wie kann ich zum Beispiel die Wissensmanagement-Anforderungen der neuen ISO 9001, wo das ja jetzt in einem neuen Release ab 2015 enthalten ist, wie kann ich die umsetzen? Das wird natürlich in dem Kurs auch geklärt werden. Wir haben uns gedacht, es macht sicher nicht Sinn für jeden, alle Module, den gesamten MOOC zu belegen. Das heißt, wir haben es gegliedert in vier Module und es ist auch möglich, nur an einem Modul teilzunehmen oder an zwei, je nachdem, was man wirklich für sich selber jetzt braucht oder denkt zu brauchen. Man kann allerdings auch als Student im Studium alle Module, die aufeinander aufbauen, komplett belegen. Das erste Modul wird sein Grundlagen im Wissensmanagement. Das zweite Modul wird sein Wissensmanagement in der Praxis, im Unternehmen und der Verwaltung einsetzen. Das dritte Modul wird sich mit den Methoden beschäftigen, die
praktisch eingesetzt werden, vor allem auch diesen neuen innovativen Methoden. Und das vierte Modul werden die Praxisbeispiele, die Good Practices sein, die wir kennenlernen werden. Wie sieht das MOOC-Konzept insgesamt aus? Also wir haben vor, euch kreuz und quer durchs Internet zu schicken. Also das heißt, nicht alle Lerninhalte selber zu erstellen oder als Videos oder was zur Verfügung zu stellen, sondern zu sagen, dort gibt es schon freie, gute Lerninhalte und wir suchen für euch die Rosinen aus, die Filetstücke und leiten uns euch zu den Themen entsprechend dorthin. Das heißt, dieses Video schauen, diesen Abschnitt in den PDF lesen oder ähnliche Dinge. Es wird weiterhin regionale Präsenztreffen geben. Je nach Anmeldung werden wir versuchen, mit Partnern regionale Treffen zu organisieren, wo ihr euch wenigstens einmal pro Modul in einer Gruppe persönlich mit Gleichgesinnten treffen könnt, die Themen austauschen könnt, diskutieren könnt oder an der Gruppenaufgabe arbeiten. Da kommen wir auch schon zu den Online-Arbeitsgruppen, also Foren, die es auch geben wird, wo wir dann verschiedene Aufgaben oder eine Aufgabe pro Modul immer selber arbeiten muss. Und hier ist der Gedanke, so 2 bis 3 dieser regionalen Gruppen in einem dieser Online-Arbeitsgruppen zusammenzubringen, sodass also praktisch 1/3 der Leute aus einer Gruppe sich persönlich kennen, aus der Präsenzgruppe, die anderen 2/3 sich nur online kennen und eine Erfahrung kriegt, wie ist denn die Zusammenarbeit? Gibt es da Unterschiede zwischen denen, die ihr persönlich kennt und die ihr jetzt online kennt, wenn ihr mit denen zusammen eine Aufgabe bearbeitet. Das ist auch ein Teil, diese Erfahrung selber zu sammeln für weitere Aktivitäten selber, wenn man Wissensmanagementmaßnahmen plant. Ihr werdet die Möglichkeit haben, innovative Wissensmanagementmethoden selber kennenzulernen und Erfahrungen damit zu sammeln und die auszuprobieren. Und ein letzter, aber nicht unwesentlicher, wichtiger Aspekt des MOOCs ist, er soll sich für autodidaktisches Lernen im Nachhinein eignen. Das heißt, die Inhalte sollen so entstehen, aufbereitet werden, dass auch wenn man im Nachhinein diesen MOOC belegt, später mal, nur sich selber diese Inhalte möglichst gut beibringen kann. Der Gedanke ist auch, dass sich diese MOOC-Inhalte eignen als theoretische Basis für einen Flipped Classroom-Ansatz. Wenn ich also eine Vorlesung, Seminar zum Business Management geben möchte an der Uni, dann kann ich die Theorie über die Inhalte von dem MOOC vermitteln lassen und sagen, hey, schaut euch das zu Hause an, lernt das. Wenn wir uns präsent gemeinsam treffen an der Uni in der Vorlesung oder meinetwegen auch in dem Kurs bei der Mitarbeiterqualifizierung, dann tauschen wir uns aus, dann kommunizieren wir, klären Fragen, stellen Fragen und hier lösen Aufgaben zusammen, interagieren also zusammen und versetzen uns nicht in Rezeptionsmodus, um mit Inhalten gefüllt zu werden. Diese Inhalte, die soll dieser MOOC zur Verfügung stellen, sowohl für Studenten als auch bei den Modulen 2 bis 4 für die Weiterbildung im Unternehmen. Das ist also der Gedanke dahinter. Ich hoffe, dass einige von euch vielleicht interessiert sind, an 1, 2 Modulen oder eventuell am gesamten MOOC teilzunehmen und würde mich freuen, wenn viele von euch als Teilnehmer kommen. Bis dahin erstmal einen schönen Abend und ein schönes Jahr. Tschüss, bis dahin.